Aktuell haben wir in Berlin-Zehlendorf 19 und in Mögelheim 21 Grad, in Rheinsberg 18 und in Leest 20. Morgen viel Sonne, später im Süden Brandenburgs Quellwolken bei Temperaturen von 23 bis 26 Grad bleibt es trocken. Achtung, die Waldbrandgefahr ist unverändert groß und die Belastung durch Gräserpollen ist heute stark. Die Zeit 15.05 Uhr. Mit Irina Grabowski. Guten Tag. Jetzt darf sich also Angela Merkel an Griechenland die Hände verbrennen. Die Debatte ist längst nicht mehr auf der Ebene der Eurofinanzminister angesiedelt. Wolfgang Schäuble raus aus den eigentlichen Verhandlungen. Yannis Varoufakis sowieso. Griechenland ist Chefsache und da sollte es eigentlich heute in Brüssel das nächste Gespräch geben. Heute Abend Angela Merkel, François Hollande, Alexis Tsipras, eventuell ja doch auch Juncker dabei, Jean-Claude Juncker, der EU-Kommissionspräsident. Aber die Stimmung ist überhaupt nicht nach einem solchen Gespräch. Andreas Mayer-Feist ist unser Korrespondent in Brüssel. Herr Mayer-Feist, was denken Sie, was müsste passieren, damit dieses Gespräch heute Abend wirklich... Thank you.
richtig liebe, das ist neu. Radio B2, wir lieben Schlager. Party, Mode, Fan und Demo-Meile auf der Berliner Straße des 17. Juni ist ja das ganze Jahr über eine Menge los. Aber gerade deshalb ist die Straße im Schnitt auch jeden dritten Tag gesperrt. Das muss man sich mal vorstellen. Viele Autofahrer in Berlin bringt das auf die Palme. Die Berliner CDU will die Veranstaltungen auf der Straße des 17. Juni jetzt deutlich reduzieren. Der Generalsekretär der Berliner CDU, Karl Wegener, hat uns gesagt. Anscheinend ist für uns, dass die Straße des 17. Juni eine Straße bleibt und keine Veranstaltungsmeile wird. Und ich glaube, dass es sehr viele Berlinerinnen und Berliner nervt, dass die Straße im Durchschnitt an jedem dritten Tag im Jahr gesperrt ist. Und wir wollen hier mehr Mobilitätsbedürfnisse abdecken. Wir wollen, dass der Autoverkehr dort fließen kann. Wir wollen aber auch, dass der Bus und der Taxiverkehr dort fließen können. Und mehr zur Diskussion hören Sie nachher ab 17.10 Uhr im Radio B2 Top-Thema des Tages. Gleich weiter mit Klaus Lage. Komm, halt mich fest, gibt's nach diesen kurzen Nachrichten hier. Guten Tag, die Opposition. Klassiker aus diesem Musical. Super romantische Duette. Zwischendurch wird es ein bisschen rockig und poppig. Das alles und viel mehr heute Abend bei der ersten Vorpremiere im Renaissance-Theater. Fast normal heißt das Stück auf Deutsch und die Bärbel aus Steglitz, die hat gerade angerufen und müsste jetzt bei mir in der Leitung sein. Ja, da bin ich. Ja, sehr schön. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag, obwohl, liebe Bärbel. Obwohl die Sonne sich ja etwas sehr wenig zeigt. Ja, ein bisschen verkrummelt hat hinter den Wolken. Ja, die Idee, aus diesem Tag das Beste machen und Radio ab Nacht anrufen und in dieses